Ich würde übrigens ganz gerne den Nimmervollbeutel leer halten. Was ist denn da jetzt im Moment drin? Das hier. Die Spinneneier zum Beispiel. Die können wir doch auch. Zunderbüchse, Pfeile. Ja. Das sollten wir auch hier in die Kiste machen. Gottes Willen. Der Nimmervollbeutel, obwohl. Ja, ich möchte den halt gerne leer halten. Falls jemand stirbt, damit wir die ganzen Ausrüstungen von dem in diesen Beutel rein tun können, damit wir das mitnehmen können. Das fände ich eigentlich praktisch. Das Problem ist, glaube ich, alles können wir jetzt nicht, oder? Können wir alles? Nee, es geht nämlich nicht. Es geht auch nicht jetzt. Okay. Die Kugel und die Pfeile können wir zur Not auch wegschmeißen. Was haben wir jetzt hier? Das Tagebuch. Achso, das haben wir nicht, das haben wir aus Versehen nicht weggebracht. Halt, Minsk, bleib gleich da. Dann kannst du... was haben wir denn jetzt hier? Die Spinneneier, die Brille, ja, die eigentlich auch, die brauchen wir auch nicht mitnehmen. Die Weinflasche gebe ich auch mal ab. Das Tagebuch. Die Zunderbüchse, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal brauchen werden. Was ist das hier? Pfeile der Durchbohrung. Okay, das behalten wir. Gut. Okay. So. Wie schaut es mit Kugeln aus? Ich glaube, wir haben... Oh Gott, wir haben so viele Kugeln gekauft. Wahnsinn. Ja, du hast hier nur noch eine, glaube ich, ne? Ja, das heißt, du kannst bald einen neuen Stack brauchen. Ich nehme mal einen Stack raus. Müssten doch 80 dann sein, oder? Ist das richtig? Ja. Gut, den kannst du nehmen. Ach so, den Kampfstab können wir eigentlich auch hier lassen. Jetzt hätte den Stabspeer. Ja, das ist auch eine ganz gute Sache. Lassen wir den Kampfstab mal hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Braucht kein Mensch. Den Kampfstab. So. Gut. Gut. Dann rede ich gleich mal mit Sena. Wenn die irgendeinen Dieb sucht, können wir bestimmt helfen. Erneut Grüße, Reisender. Braucht ihr etwas? Erzählt mir mehr über den Herr der Schlachten. Welche Dienste bietet ihr an? Ich muss gehen. Über einen Dieb wird jetzt hier nicht parliert. Seid furchtlos. Jetzt haben wir eigentlich alles schon besprochen, ne? Genau, und sie bietet eben dann hier die Dienste an, aber da haben wir eigentlich nichts. Ich meine, wir können ein bisschen was spenden, oder? Ja, wir spenden ein bisschen was. Als Freude dafür, dass wir Brückenfurt befreit haben, spenden wir mal ein bisschen was. Warum nicht? Ein Tempel, einen wirklichen Tempel werden wir nicht finden. So. Okay, über einen Dieb hat sie jetzt nichts erzählt, oder war das... Nee. Da hinten ist auch nochmal eine Kiste. Ich gehe da einfach mal nonchalant hin. Aha, irgendwelche Tränke. Abwehrtrank, Heilungselixier. Wenn wir natürlich nicht einfach plündern. Das, so sind wir nicht drauf. Die Kiste hier. Was ist da drin? Aha, Waffen. Noch mehr Waffen. Und wo ist noch eine Kiste? Da. Die ist aber verschlossen. Ja gut, ich werde die jetzt nicht aufbrechen. Rhea schaut zu. Das ist keine... General, da ist der General. Ja, da sollen wir hinkommen. Ne? Genau, da sollen wir hinkommen, wenn wir alles geklärt haben. Oh, wir müssen hier außen rum. Okay, halt. Dann gehst du erstmal da lang. Da oben ist eine Kiste. Da waren wir aber, glaube ich, schon. Der schaut auch aus, als könnte uns was erzählen. Helft da. Ich bin's nur, Krea Sola. Solltet ihr das nicht eigentlich zu Leuten außerhalb der Barrikaden sagen? Halt, wer da? Ja, genau. Ah, super. Ja, ist nicht in guter Form, ja. Das sehe ich sofort. Ihr seht aus wie jemand, der mit mehr als einem Kater zu kämpfen hat. Ist etwas. Man möchte sich nicht sorgen, okay. Ihr könnt es mir sagen, was ist los? Ein Kiesel. Ach du meine Güte. Spilled a full mug of ale in my beard. Probably die in battle now, the way things are going.
Ach, der hat einen schottischen Akzent, ne? Ganz langsam, eure Fähigkeiten bringen euch durch einen Kampf nicht Glück. Ja, wahrscheinlich, aber glaubischer Blödsinn. It's just so. Wait. The other thing that went wrong is I got a hole in my boots. Ah, ein Loch in dem Stiefel. My patron god is Martha Marduin. Mhm. His symbol is a boot with a mace against it. Ah. Maybe if I get some fancy new boots. Neue Stiefel möchte er haben, okay. Das ist das Pferd hergeholt, aber das wird schon. Darauf würde ich nicht setzen. Versuche es aber wert. Könnt ihr wirklich an solche Idiotie glauben? Ja, wir nehmen mal das Erste. Aha. Er braucht gutes Leder. Okay. Wir sollen ihm Leder besorgen. Das machen wir. Mhm. Okay, ein Bär wurde beim Pass des toten Mannes gesichtet, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Wir sollen zum Pass des toten Mannes gehen, den Bären erledigen und ihm das Fell bringen. Wenn ihr euch dann besser fühlt, hole ich euch die Stiefel. Das hört sich doch gut an. Das machen wir. Ein Bären beim Pass des toten Mannes jagen. Sehr schön. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz Sound hier die Musik ein bisschen leiser machen. Stimmen sind schon auf voller Pulle. Ja, vielleicht auch die Soundeffekte. Weil die Stimmen sind mir ein bisschen zu leise. Irgendwie. So. Gut, dem konnten wir schon mal helfen. Oder dem werden wir helfen können. Fällt wie wild. Was will denn der? Aha, nicht wirklich was. Der Wächter der Koalition. Und hier ist Bellegarden. Und ein Bote. Was hat der Bote zu berichten? Halt, Bote, bleib hier. Eine spitzenmäßige Aufführung eines Spielmannes. Irgendwas mit Bechern. Aha. Und das ist Billigam, das ist, glaube ich, unser Quartermeister. Quartiermeister, ne? Genau. Können wir mal gucken. Ob er irgendwas hat. Einen Edelsteinbeutel brauchen wir eigentlich nicht. Ring des Schutzes brauchen wir eigentlich auch nicht. Und das ist das ganze Zeug, was wir ihm verkauft haben, ja. Also es ist im Moment jetzt nicht so was Interessantes für uns dabei. Was wir unbedingt kaufen müssen. Armschienen der Abwehr haben wir eigentlich schon ganz gute. Schutzumhänge haben wir auch. Roben haben wir auch. Gut. Und ich glaube, zum Verkauf machen wir ihm jetzt auch nichts, weil ich das alles in die Kiste getan habe. Okay, also das passt. Tight. Hört sich auch an, als hätte er was. Aufpasserin Hadassan. Aha. Ja, da habe ich leider nicht dabei. Ich habe eine Flasche Wein in meiner Kiste. Ich kann ein schönes Bett in einem dieser Zelte für euch finden. Ja, ich möchte jetzt schlafen. Was macht ihr hier im Augenblick nicht? Was macht ihr hier? Ich unterstütze den Quartiermeister bei der ordnungsgemäßen Verteilung der Lagervorräte. Ich kümmere mich um Zelte, Schlafsäcke, Decken und dergleichen. Soll ich euch einen Platz zum Schlafen suchen? Im Augenblick nicht. Lass es mich wissen. Okay, gut. Was sagt die Aufpasserin? Oh, Gottes Willen. Ach, du Heilige. Was für ein Haufen armseliger Kleinkinder. In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie so einen lausigen Haufen gesehen. Ärgerwachsamer? Ihr sagt es! Sie sind ein durchfurter Trupp, nicht an die Erfahrung und Disziplin gewöhnt, die uns in Tiefwasser zuteil wird. Werdet ihr in der Lage sein, sie in Form zu bringen? Ich tue mein Bestes, aber ich habe noch andere Pflichten zu erfüllen. Dieser Haufen muss vielleicht alleine hinbekommen. Ich würde sie liebend gern nach Durchfurt zurückschicken, aber wir brauchen jeden Soldaten, den wir kriegen können, auch so nutzlose wie diese. Vielleicht könnte ich sie für euch ausbilden. Ja, wir können doch mal vorschlagen. You're the hero of Baldur's Gate. Why not? Come talk to me when you finish drilling them and we'll see how you did. Okay. Okay, wir sollen die hier ausbilden. Ich sollte mit jedem Rekruten sprechen und dann Aufpasser Hasan Bericht erstatten. Okay, wo sind die Rekruten? Der hier zum Beispiel, ne? Ihr wirkt nervös. Lasst uns das auf der Stelle ändern. Greift einen Rekrutenkameraden an und zeigt mir, was ihr könnt. Schlitzen, zustechen, parieren und zustoßen. Schlitzen, zustechen, parieren und stoßen. Und werte Damen, wie war ich? Ihr habt offensichtlich eine Begabung für das Einbringen von Angriffsmustern. Fandet ihr schon immer etwas auswendig zu lernen? Dini, habt ihr Geralt hier noch etwas zu sagen? Ihr seid offensichtlich gut darin, euch Muster zu merken. Denkt euch ein paar verschiedene Angriffe aus und geht sie auf dem Schlachtfeld durch. Die Dini hier soll gerne was sagen. This young man seems more intelligent than most. Allow me to look at thine aura, soldier. I see much potential in thy abilities. Perhaps thou shouldst train with magic instead of steel. Aha, interessant.
Ich habe es immer gemacht zu lernen, aber die Zauberei habe ich nie in Betracht gezogen. Ich danke euch, ich werde sofort die Marke aufsuchen. Sehr gut, den einen habe ich. Dann hier teilt. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Ein Elf. Okay, in Ordnung, Soldat. Genug geplaudert. Nehmt einen eurer Rekrutenkameraden. Ich werde euch in eurer Technik unterweisen. Ihr müsst mehr Acht geben, mehr Energie aufwenden. Ihr kämpft sowohl um euer Leben als auch um Durchfurt. Danke, werte Dame. Was macht er jetzt? Oh nein, er greift gegen Imoin an. Nee, nicht Imoin, Safana. Ich bin schon voll auf Imoin. Das wird eine große Hilfe sein, glaube ich. Vielen Dank für die persönliche Betreuung. Ich werde weiter üben und euren Pflichten überlassen. Okay. Dann haben wir hier noch Morlis. Ihr werdet mich also ausbilden. Richtig, lasst sehen, was ihr könnt, Soldat. Greift einen eurer Kameraden an. Jawohl, werte Dame. Sterbt, ihr Hund, sterbt. Ich mache Hackfleisch aus euch. Wow, macht mal halblang, Soldat. Ihr seid außer Kontrolle. Ich denke, ihr habt ihn getötet, Soldat. Na, da steht er noch. Diese Art unkontrollierter Angriff wird euch und alle um euch herum umbringen. Nehmen wir als Erste. Tut mir leid, werte Dame, ich habe mich etwas mitreißen lassen. Ihr müsst euch beruhigen, konzentriert eure Angriffe, versuchen wir es noch einmal. Wie war das? Nein. Viel besser. Üb weiter, Soldat. Okay, dann haben wir hier noch Hester. Hallo? Ja. Lasst mich einfach angreifen. Ich werde sie alle umbringen. Immer mit der Ruhe, Grenadier. Lasst zuerst mal sehen, was ihr habt. Angriff. Ich mag eure Einstellung. Tretet gegen einen der Rekruten an und gebt euer Bestes. Wir nehmen als Erste. Jawohl, werte Dame. Welche Rekruten soll ich angreifen? Das ist wirklich nicht wichtig. Sucht einfach einen aus und greift ihn an. Den hässlichen. Irgendeinen beeilt euch einfach. Ihr verschwendet meine Zeit. Wir nehmen den Ersten. Jawohl, werte Dame. Wollt ihr, dass ich mit meinem Schwert beginne oder auf Entfernung mit meiner Armbrust? Mach mal die Armbrust. Schwert haben wir schon genug gesehen. Jawohl, werte Dame. Meine Waffe scheint kaputt zu sein. Vielleicht könnt ihr einen der anderen Rekruten ausbilden und später auf mich zurückkommen. Schindet ihr Zeit, Soldat? Nein, natürlich nicht. Jeder Soldat hat von Zeit zu Zeit mit seinen Nerven zu kämpfen. Ihr müsst alles um euch herum ignorieren und euch darauf konzentrieren. Weshalb seid ihr hier? Ich glaube, ich verstehe. Wenn ich mich darauf konzentriere, warum wir hier sind, die Ungerechtigkeiten, die Kayla an der Schwertküste angerichtet hat, kann ich meine Ängste vielleicht ignorieren. Das ist die richtige Einstellung. Übt weiter und konzentriert euch auf die Mission, nicht auf eure Ängste. Danke, werte Dame, ich fühle mich bereits ruhiger. Sehr schön, dann haben wir hier oben noch jemanden, oder? Den haben wir schon gehabt. Hier, Clovista. Clovista ist auch ein sehr spezieller Name, oder? Dann haben wir hier noch jemanden. Das ist die Einstellung, die ich sehen will, Soldat. Zeigt diesen Rekruten dort drüben, was ihr könnt. Genau so, für Dolchfurt. Wer ist das? Clovista, zwei Stiche in die Schenkel, einen in den Magen und darauf warten, dass er umfällt. Wie war das, werte Dame? Clint, es wirkt, als bedrücke euch etwas. You want to stab the enemy's torso. A natural instinct, I understand it, but it's not as effective as it could be, and I'm guessing it's hard on the arms, right? Ach, weil die klein ist, ne? Ich ermüde während Trills wirklich ziemlich schnell. Ich dachte, ich bräuchte mehr Übung. Nah, fight smarter, not harder. I say aim for the kneecaps. Ich sage Ziel auf die Kniescheiben. Das ist ja fies. Das macht wirklich Sinn. Ich beginne sofort damit zu üben. Okay, die haben wir auch. Und jetzt haben wir hier noch die Danine. Fangen wir an, Grenadier. Greift einen eurer Kameraden an, während ich eure Technik bewerte. Sie kämpft gegen Gnom. Was meint ihr, werte Dame? Ich will, dass ihr näher an den Feind herangeht und entschlossener zusteht. Versucht es. Sehr gut. Genau, Safana mal ein paar Tricks beibringen, bitte. Ihr meint, ich sollte versuchen, schmutziger zu kämpfen? Was, wenn ich einen tiefen Tritt mache, etwa so, und eine Finte zur Seite starte? Oh Gott, ei, das ist ja fies. Lass die Ehre den Edelmännern, kämpft, um zu gewinnen. Sehr schön, das werde ich, vielen Dank. Ich glaube, wir haben doch jetzt alle. Haben wir nicht alle? Danine, Clovista, Teilt, Morlis. Dann die da unten. Ich glaube, wir haben alle. Ich spreche einfach mal mit ihr. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Sehen wir mal, wie ihr euch angestellt habt. Nicht überragend, aber besser. Es hat einiges an Zeit und Geduld gekostet, sie überhaupt auf diesen Stand zu bringen. Selbst für mich gibt es Grenzen für das, was ich in so wenigen Stunden verbringen kann. Ja, das nehmen wir. Hier.
Take this armor. Ui, eine Rüstung. It doesn't fit any of the recruits and it might keep you alive. Dankeschön. Angesichts dem Maß an Kompetenz, mit dem ich hier zu tun hatte, brauchen eure Soldaten sie vielleicht dringender als ich, ob sie passt oder nicht, aber ich nehme sie trotzdem. Danke. Wenn das das Beste ist, was ihr mir geben könnt, muss es wohl reichen. Wir nehmen mal das Zweite. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen, ein Kettenhemd. Und 6000 Erfahrung. Das ist natürlich sehr schön. Das Kettenhemd bringt uns, glaube ich, gar nichts. Da ist es. Das ist ein magisches Kettenhemd immerhin. Kettenhemd des Kommandanten. Hey, auch wenn die Beulen und matten Stellen dieses Panzers seiner Nutzung zeugen, hat jemand gut auf diese Rüstung aufgepasst. Einige brandneue Glieder zeigen, dass die Rüstung sorgsam geflickt wurde. Durch fehlende Ornamente oder güldene Muster erhält der Panzer einen ehrlichen Eindruck, als ob dies die Rüstung eines Soldaten war, der gut und ehrenvoll gedient hat. Charisma plus 1. Der Träger und jeder Verbündete im Sichtradius ist immun gegen Angst und moralisches Versagen. Hey, das ist eine richtig gute Rüstung. Rüstungsklasse 2. Kann nicht verwendet werden von Magiern, ja, und Dieben. Das ist natürlich blöd. Wir gucken mal. Haben wir jemanden? Clint könnte die anziehen. Ist er nicht ein Dieb? Ist das aber schlechter als die Rüstung, die er jetzt hat? Die ist genauso gut, als die Rüstung, die er jetzt hat. Ja. Also wenn er nichts hat, hat er natürlich schlechtere Werte. Aber er hat sowohl so als auch so minus 4. Und diese Rüstung ist definitiv besser, ne? Weil die hat ja keine Sonderfähigkeiten. Und die hat die schöne Sonderfähigkeit, mehr Charisma zu geben und die Moral unserer Truppe zu erhöhen. Und das ist ja fantastisch. Das ist fantastisch. Jetzt ist er der Kommandant. Vielleicht fühlt er sich jetzt auch besonders wichtig. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass Clint sich jetzt irgendwie als geheimer Anführer der Gruppe sieht und sich jetzt besonders wichtig macht. Hier mit seinen heiligen Stäben des Himmels und so weiter. Er hat keinen Umhang an. Warum hat er keinen Umhang an? Kann er keinen Umhang anziehen? Das schauen wir uns gleich mal an. Wir gehen mal gleich zu unserer Kiste. Ich glaube, er kann keinen Umhang anziehen. Sonst hätte ich ihm schon längst einen verpasst. Wo ist unsere Kiste? Die ist da hinten irgendwo, ne? Oh, hier waren wir noch nicht. Hier stehen die Flüchtlinge. Hier ist Dorn, den wir befreit haben, oder? Patrescus und so weiter. Infizierte Soldat, hier sind Kranke. Da müssen wir auch noch gleich mal reden. Jetzt aber erstmal kurz zu unserer Truppe. Du gehst bitte mal hier hin und gibst diese Rüstung ab. Genau. Und schauen wir mal, da müsste doch jetzt ein Umhang sein. Kannst du den vielleicht anziehen? Ja, nee, das geht nicht. Aufgrund der magischen Gegenstände, die er im Moment trägt, kann er nicht mit diesem Gegenstand ausgerüstet werden. Aha. Wahrscheinlich wegen dem Gürtel, schätze ich mal. Na gut, dann können wir das. Dann macht es Sinn, warum es nicht trägt. Dann können wir den Umhang wieder zurückgeben. So, gehen wir mal zu den Kranken da drüben. Oder erstmal hier. Ne, erstmal zu den Kranken. Ich werde sie hier so mal ansprechen. Dosia oder Hiret? Oder Zierdrant? Ich spreche mal Dosia an. Die steht hier so schön. Ich kann jetzt nicht reden. Ich habe viele Leute zu versorgen. Mein Name ist Kria. Kann ich euch irgendwie helfen? Der Held von Baldur's Tor, ist das meine Ehre. Ich habe schon viele Geschichten über euch gehört. Ich bin Theodosia, die Ungepeinigte, aber nennt mich Dosia. Das tut sonst jeder. Ich bin eine Klerikerin von Ilmater und bin mit der unliebsamen Aufgabe betraut, dieses Auffanglager zu leiten. Ilmater, sagt ihr? Wofür brauchen wir ein Auffanglager? Die Kämpfe haben noch nicht begonnen. Gibt es etwas, was ich tun kann, um zu helfen? Wir nehmen als Zweite. Die Krankheit ist im Lager weit verbreitet. Dutzende sind erkrankt. Wir tun, was wir können, um sie zu heilen, aber es reicht nicht. Wenn wir für diese Leute kein Heilmittel finden, ist es das Ende dieser Belagerung. Habt ihr Erfahrung im Heilen oder Gefährten mit Wissen darüber? Untersucht unsere Patienten, vielleicht entdeckt ihr etwas, was ich nicht sehe. Ich sehe mir die Patienten an und kehre bald zu euch zurück. Mehr kann ich nicht verlangen. Kommt zurück, sobald ihr einen Blick auf Kranken geworfen habt. Eine ungewöhnliche Erkältung. Okay, dann schauen wir uns nochmal die Kranken an. Sie möchte einfach sterben. So warm, ich fühle mich, als sei ich in der Kalimwüste. Ihr glüht ja förmlich, wir müssen sofort einen Weg finden, das Fieber zu senken. Diese Hitze, ich brenne, bleibt stark, Soldat, ich werde ein Heilmittel finden, ich werde mir das weiter ansehen. Genug gejammert, anderen geht es schlimmer. Ich werde ein Heilmittel finden. Soll ich alle drei Patienten untersucht habe, kann ich zur Dosia zurückkehren. Okay. Da waren wir schon, dann auch hier, infizierter Soldat. Ich verbrenne, aha. Haben wir hier noch Wasser, okay. Wir geben ihm natürlich eins.
Bitte helft mir, das versuche ich. Halt einen Moment still, während ich euch untersuche. Das ist der Plan. Versucht einfach still zu liegen, während Clint euch untersucht. Clint zu untersuchen, ja. Shadows, Carol, you are in bad shape, aren't you? Why would that be? Oh, yes. Yes, I see. I think her location is making her worse. She's in the center of the group. Was? Sie ist doch am Rand. Alles dreht sich. Haltet still, versucht eure Energie zu sparen. Mit Glück habe ich bald ein Heilmittel. Ich brauche für gewöhnlich ein paar Flaschen Wein, um diesen Zustand zu erreichen. Haltet aus und versucht es zu genießen. Ich bin bald wieder da. Interessiert niemanden. Liegt still und seid ruhig. Wir nehmen das Erste natürlich. So, da hinten liegen noch mehr Kranke.